Juhe, Juhaisasa, hallo Freunde, ich freue mich, dass ihr auch wieder alle fleißig eingeschaltet habt hier bei diesem wunderschönen Let's Play. Ja, und weil es so wunderschön ist, ist mir ein Gedankengang nicht mehr aus dem Kopf gewichen und ja, das möchte ich jetzt ausprobieren. Und zwar Cletus könnte uns ja theoretischerweise helfen, wenn er nämlich das hier aufhalten würde und wir an der anderen Stelle eine Rohrpost sozusagen abschicken. Und deswegen... Ich habe eine Idee. Willst du mir etwa schon wieder einen Bandwurm anhängen? Viel besser. Du musst nur diese Rohrpostleitung da hinten mit diesem Schraubenzieher hier aufhalten. Und was soll das bitte bringen? Na schau doch mal hin. Er sitzt genau in der Schussbahn. Und sobald eine Rohrpost des Weges kommt... Flumm. Das könnte sogar hinhauen. Vorausgesetzt natürlich, es kommt eine Rohrpost, bevor mir die Arme abfallen. Dafür werde ich schon sorgen. Ja. Ich bin gleich wieder da. Ich bin gleich wieder da. okay, wo ist... Ah, okay. Schnell, schnell, schnell. Cletus, halt schön auf. Es ist so komisch, jetzt mit Cletus auf einer Seite zu arbeiten. Wobei es ja eigentlich nur ein Klon von Rufus ist, der als Cletus verkleidet ist. Aber egal, darüber reden wir ein andermal. So, hier oben hoch. Kann ich das jetzt leer verschicken? Oder muss da unbedingt ein Telegramm drin? Telegramm drin sein? Nein, muss es nicht. Schwupp. Ach, schade, sie zeigen es nicht. Och, Mann. Schade, schade, schade. Komm, Rufus, geh ein bisschen schneller. Ich bin neugierig. Na? Was? Hey, stopp, 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 stopp! Ich wollte doch die Aufstiegscodes holen! Und das musst du auch. Also, der andere, du. Die Wahl war einstimmig. Glückwunsch. Aber wie kommt das denn jetzt plötzlich zustande? Dein Doppelgänger hier hat Cowboy Dodo gerettet. Echt? Was? Gerettet? Eine Rohrpost hat mich am Kopf getroffen und ich wäre beinahe den Turm runtergefallen. Dein Doppelgänger ist ihm sofort reflexartig zur Hilfe gesprungen. Er ist ein wahrer Held. Du hattest vollkommen recht, Rufus. Ich muss mich entschuldigen. Meine Güte. Ich war sogar drauf und dran, dir körperlichen Schaden zuzufügen, um derjenige zu sein, der die Welt rettet. Bitte verzeih mir. Schon okay. Super. Dann ist das ja geklärt. Alles, was uns jetzt noch fehlt, ist ein Seil. Na super. Ha, klasse. Ja, wir aber. Ja, Seilersatz hier. Na gut. Ich glaube, ich habe eine Art Seil gefunden. Den Bandwurm da? Vergiss es. Mag sein, dass sich dieser abgesattelte Westernheld da mit einem Bandwurm abseilen würde. Aber ich, ein Fachmann, brauche ein richtiges Seil. Kannst du nicht mal eine Ausnahme machen, damit unser Heimatplanet nicht in die Luft gesprengt wird und so? Nein. Ich muss immerhin darunter. Dann kann er doch wenigstens ein vernünftiges Seil besorgen, oder nicht? Freunde, Freunde, müssen wir wirklich immer noch über diese Ego-Sachen streiten? Wenn ich heute eine Sache gelernt habe... Oh, bitte, keine Ansprache mehr. Ich tue ja alles, was ihr wollt. Oh Gott. Mal gucken. Was? So, ich muss ihn irgendwie darunter bekommen. Zu dumm, dass diese Winkel da nicht frei beweglich sind. Die drehen sich zwar mit, aber nur solange sie nicht blockiert werden. Ach, egal. Das wird schon... Was ist denn das jetzt schon wieder? Und noch so ein Minigame. Zum Glück ist Rufus ein Profi. Im Bedienen von Seilwinden. So dürfte es ein leichtes sein, seinen als Cletus verkleideten Klon sicher vor Argus Schreibtisch abzusetzen. Dazu muss lediglich der Hebel in die unterste Position gebracht werden. Die einzige Hürde stellen hierbei die beiden angeschraubten Winkel dar, die sich zwar mitdrehen lassen, aber nur solange sie nicht blockiert sind. Super. Oh. Ah. Oh, Loppela. Oh Gott, ein Kaktus. Okay, das... Aha. Jetzt fahr ich mal zurück. nee, warte mal. Blockiert. Ach so, solange sie nicht blockiert. Nee. Ah, okay. Oh Gott. Aha. Okay, warte.
Warte, ich hab's gleich, ich hab's gleich. Oh, Entschuldigung. Blockiert. Scheiße. Nee, hier. Oh Gott. Ach nee, das ist blockiert. Ja, ich hab's. Ich guck die ganze Zeit auf Cletus. Oh Gott. So, wir haben's geschafft. Hallo, wo ist meine Errungenschaft? Das. Ja. Du jämmerlicher Depp, kannst du eigentlich gar nichts richtig machen? Es hat doch funktioniert. Also reg doch nicht so auf. Du klingst ja schon fast wie Cletus. Ich bin Cletus. Tja, Überraschung. Jeder Mensch mit dem Schulabschluss einer Amöbe abwärts hätte das natürlich sofort gemerkt. Aber nicht du, du Dementer. Selten dämlicher. Ach, das lohnt sich nicht. Auch wenn die Zeit mit dir eine einzige Heimsuchung war. Ich habe die Aufstiegscodes. Und nun kann ich statt Argus das Hochboot betreten. Mhm. Au revoir. Boah, was hat der für einen fiesen Charakter? Wenn ich nachgeguckt habe, was das heißt, gibt es richtig Ärger. Verdammte Scheiße. Selber schuld, Drecksack. Aber bei aller Schadenfreude. Ich denke, wir sollten hier lieber schleunigst verschwinden, Janosch. Janosch? Ja, das war gerade mein Dienst, denn ja, die Lokführer streiken ja mal wieder und wie ihr seht, ich streike nicht, denn ich spiele. Hier. So, aber zurück zur Realität. Ja, toll. Na, ist dir etwa kalt? Verstehe. So, und ich frage mich die ganze Zeit, warum ist bei mir hier gerade so dermaßen laut Musik? So, machen wir das mal zwei Knacks leiser und weiterspielen. So. Toll, also war meine Vermutung nicht von schlechten Eltern, dass wir da wirklich Cletus haben. Das Problem wird jetzt aber sein, jetzt hier in irgendeiner Art und Weise... Ach du Scheiße. So, so. Rebellenbefall in der Organon-Hauptverwaltung. Kann mir das irgendwer erklären? Das habe ich erwartet. Vor der Zelle antreten, sofort! Na super. Gut, dass wir eine Uniform haben. Und gut, dass er sich da unten umziehen kann. Besser ist es, sich nämlich jetzt hier verkleidet nur noch zu bewegen. Wenn Argus hier in der Nähe ist, dann weiß man nie. Ich wusste. Fünf Rebellen und dieser Cletus. Wer übernimmt für diese ungeheuerliche Fehlleistung die Verantwortung? Oppenbot? Ich, Herr Amtmann. Aber ich war doch die ganze Zeit bei Ihnen und habe Ihnen beim Einrücken auf das Hochboot geholfen. Widersprechen Sie mir etwa? Dafür werden Sie jetzt zum Kistenschleppen abkommandiert. Weggetreten. Aber... Weggetreten, sage ich. Ja, Herr Amtmann. Oh Gott, der arme Oppenbot. So, noch jemand? Na los, nun ziert euch doch nicht so. Wer trägt die Verantwortung? Hm? Was ist, wenn ich jetzt mit dem reden? Na, der geht sogar dahin? Ich übernehme die Verantwortung, Herr Amtmann. Ich sollte unbedingt auch zum Kistenschleppen geschickt werden. Na sowas. Ein Organon mit Courage. Von dem könnt ihr euch alle meine Scheibe abschneiden. Na los, Soldat, treten Sie vor. Und zur Belohnung singen wir jetzt für unseren tapferen, vorbildlichen Kameraden die Organon-Hymne, bevor wir ihn dann feierlich vom Turm werfen. Was? Organon! Ich kann nichts machen. Ich kann nichts machen. Rohrpostscher. Nehmen Sie Haltung an, Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Oh nein.
Ich muss was machen. Nehmen Sie also, Mann Soldat. Wir sind noch nicht fertig. Och Mann, warum muss ich jetzt... Oh. Was tun Sie denn da? Entschuldigung, aber ich dachte, ich hätte einen Rebellen gesehen. Lassen Sie den Unsinn. Wir sind noch nicht fertig. Lecco mio. Nehmen Sie halt, wir sind... Soll ich denn die Zahnbürste geben? Nehmen Sie halt, Mann Soldat. Wir sind noch nicht... Skyline? Nehmen Sie Haltung an, Soldat! Nehmen Sie Haltung an, Soldat! Boah! Wir sind noch nicht fertig! Was tun Sie denn da? Entschuldigung, Herr Amtmann. Ich dachte, ich hätte einen Rebellen gesehen. Lassen Sie den Unsinn! Wir sind noch nicht fertig! Aber was sollen wir denn jetzt hier machen? Nehmen Sie Haltung! Wir sind noch nicht fertig! Ich verstehe den kaum, weil die so ätzend singen. Was tun Sie denn da? Entschuldigung, Herr Amtmann. Ich dachte, ich hätte einen Rebellen gesehen. Lassen Sie den Unsinn. Wir sind noch nicht fertig. Oh, tut das gut. Oh, meine Ohren. Oh, das erinnert ein wenig an Deep Space Nine Harbinger, an den Bajoraner. Oh, Freunde, wenn ihr dieses Let's Play noch nicht gesehen habt, guckt es euch besser auch nicht an. So, was machen wir jetzt hier? Ich habe immer nur noch zwei. Was haben wir denn beim Grünen? Da haben wir die heiße Suppe, die Kinder. Was ist denn hier? Haben wir da irgendwas? Arzneimittelschrank. Moment mal, wo ist Toni? Wo ist Toni Mahoney? Ist die vielleicht wieder hier drin? Large. Ja, sie ist. Sie sieht wieder sehr relaxed aus. Rezept? Toni hat von ihrem Therapeuten ein Rezept bekommen. Suspendan Hals- und Wirbelsäule akut forte. Einmalige Anwendung. Na, Was ist das? Ein Rezept für einen Strick. Ich habe es hier in Augenhöhe aufgehängt, um es als Option im Hinterkopf zu behalten. Für den Fall, dass du wieder auftauchst. Kann ich es haben? Nachdem ich jahrelang dafür gebetet habe, willst du dir also endlich einen Strick nehmen? Heute muss mein Geburtstag sein. Oh, und ich habe keinen Kuchen dabei. Geschweige denn 100 Kerzen. Nimm das Rezept und verschwinde. Bin schon weg. Schön, dass du wieder die Alte bist. Mit Betonung auf alt. Raus! Ja, sehr schön. Ja. So, jetzt. Oh, Moment. Jetzt zu dem Strickhändler. Hallo, Rufus, beweg dich. Zum Strickladen. So, ihm jetzt das Rezept zeigen. Ich habe hier ein Rezept für einen Strick. Darf ich mal sehen? Da. Ah ja, so einen habe ich noch auf Lager. Hier, brauchen Sie vielleicht noch Imprägnierspray? Zu dieser Jahreszeit kann es an manchen Brückengeländern noch recht feucht sein. Das ist schon in Ordnung. Moment mal, das ist ja nur ein Schnürsenkel. Tja. Ein besseres Modell übernimmt Ihre Krankenkasse leider nicht. Tut mir leid. Freunde, ich mache mal eine ganz kurze Pause. Ich bin sofort wieder für euch da. Moment. So, wieder da. Ja, hier klingelt im Moment ein bisschen oft das Telefon aufgrund des Streiks, aber nun ja. So, meine Idee ist es jetzt mit diesem wunderbezaubernden Seil... Moment, wie sieht das überhaupt aus? Ach, herrje. Damit könnte man nicht mal einen Schrumpfkopf erhängen. Gehen wir jetzt mal zur Redaction... Denn ich habe da eine Idee und ich hoffe, dass das klappt. Gute Neuigkeiten. Ich habe ein Motiv. Echt jetzt? Was ist es? Komm mit, ich zeig's dir. Oh nee, das ist aber hoch. Heul nicht rum und halt den Fotoapparat bereit, weil ich das, was ich jetzt tue, nur einmal tun werde. Es sei denn, das Foto wird nicht gut. Na, dann machen wir es nochmal. Denn wir haben hier oben ja den Haken und ja. Ja, genau. Das wird eine wunderschöne Falle.
Ja, fakt. Genau. Rufus? Bist du sicher, dass eine Schlingfalle hier die beste Option ist? Na sicher bin ich mir sicher. Das ist wie bei den Cowboys. Du magst doch Cowboys, oder? Ich mag Cowboy Dodo aus dem Kommunalfunk. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass er ein Baby in eine Schlingfalle locken würde. Ja, weil er kein echter Cowboy ist. Lass mich einfach mal machen, okay? Und halt den Fotoapparat bereit. Jetzt gehen wir ganz gechillt und gemütlich hier rum, wie du bumm. Und dann, hallo? Hallo, hallo? Hallo? Düpp, 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 düpp. Jetzt sitzt er in der Falle. Und? Der ist jetzt der Klügere. Hm? Okay. Auf den Träger klettern. Nein! Ich Idiot! Rufus? Gehört das noch zum Plan? Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Oh Gott. Barry, hilf mir, verdammt. Ich verstehe dich nicht. Was willst du mir sagen? Vielleicht zeigst du einfach drauf. Okay. Seilende. Das Seilende? Ich weiß nicht, ob ich das kann. Jetzt mach voran. Schon gut, schon gut. Ich komm ja schon. Nur Mut, Barry. Nur nicht runtergucken. Nur nicht. Oh oh. Na. Ich hab's geschafft. Ja. Und ich konnte sogar helfen. Helfen? Genau. Wenn du fertig bist, dir eine Scheibe von meinem Erfolg abzuschneiden, könntest du dann endlich das Foto machen? Bist du dir sicher? Ich kann mich ja auch so schon kaum halten. Mach das bescheuerte Foto. Na gut, das Foto. Wenn der jetzt loslässt, ne? Na, das hat doch prima geklappt. Findest du? Ich kann mich gar nicht mehr erinnern, wie das Ganze ausgegangen ist. Dann hast du ja das Beste verpasst. Habe ich ein Foto gemacht? Und was für eins. Ich borg es mir kurz aus, okay? Oh Gott. Foto! Zur Strafe kommt er heute ohne Socken ins Bett. Hey, Moment mal. Heldenfoto? Das würde sich gut über dem Kamin machen. Ich hoffe zumindest, dass wir auf Elysium einen Kamin haben. Wo soll ich sonst mein Schießpulver trocknen? Ich habe jetzt Baby Bose im Inventar. Und wie spreche ich jetzt mit dem? Nee, so nicht. Ich kann Baby Bose jetzt vielleicht wieder zurückbringen. Nach Hause. Baby Bose will nach Hause. So, Mama Bose, die vermisst ihr Baby auch gar nicht. Nein, die zeigt lieber komische Bilder. Hallo? Auf diesem Bild hat er schon wieder Nasenbluten. Der Arme. Ich habe Baby Bose gerettet. Zu seiner Verteidigung, das Pony war auch wirklich ein Wildfang. Oh, dann eben nicht. Was ist bei Bozo? Keine Sorge, ich passe auf deinen kleinen Bruder auf, solange du ausgenockt bist. Nein! Wie nein? Keine Panik. Ich kann gut mit Kindern. Ich werde ihm ein paar Tricks beibringen. Er kann mir zum Beispiel bei meinem Sägetrick assistieren. Nein. Oh Gott. Ach komm, da kann nichts passieren. Baby Bozo ist doch viel kleiner als du. Warte mal, jetzt wo ich die drei Bilder... wir haben ja bei unserem Therapeuten diese Bilderrätselfragerei. Freunde, ich habe eine Idee. Die verwirklichen wir aber erst im nächsten Teil, wenn sie überhaupt funktioniert. Also, bleibt gespannt. Bis dahin, NRW bei 18. Adieu.